Halloalli und herzlich willkommen. Ich mache heute ein leckeres Bärlauchpesto mit Cashewkernen und Rapsöl. Ich habe mir dafür heute 150 Gramm frischen Bärlauch besorgt. Dann nehme ich noch 100 Gramm Cashewkerne. Normal nimmt man ja für ein Pesto eigentlich Pinienkerne. Cashew passt aber hier wunderbar und ist deutlich preiswerter. Dann habe ich hier noch 100 Gramm vom Parmesankäse. Den habe ich mir schon mal vorgerieben, das ist frischer. Dann brauche ich noch Rapsöl und Salz und optional Pfeffer. Natürlich kann man auch Olivenöl nehmen, muss man aber immer sehr vorsichtig sein, das kann ganz schnell bitter werden. Da mein Blitzhacker relativ klein ist, werde ich mir das hier in zwei Portionen aufteilen. Ja, das dürfte hier so ungefähr die Hälfte sein. Das schneide ich mir jetzt schon mal. Dann passt es einfach besser rein. So, das wäre soweit vorbereitet. Dann gebe ich als erstes jetzt mal hier die Hälfte von meinen Cashewnüssen rein. Ja, das dürfte so etwa die Hälfte sein. Und werde die schon mal ein bisschen klein machen. So, als nächstes gebe ich dann den Bärlauch damit bei und auch gleich noch ein bisschen Öl dazu. Ich werde das jetzt schon mal einmal ein bisschen klein machen. Immer im Intervall machen. Niemals zu lange hintereinander laufen lassen. Das kann auch ganz schnell dazu führen, dass es bitter wird. Ja, und wenn das so einigermaßen klein ist, na ja, an der Seite, da hängen immer so ein paar Blättchen fest. Dann drücke ich die einfach noch mal runter und gebe dann jetzt auch etwa die Hälfte vom Parmesan noch dazu und noch mal ein bisschen Öl. Das waren jetzt hier insgesamt 150 Milliliter, die ich hier genommen habe. Da muss man immer mal ausprobieren, ob das ausreichend ist oder vielleicht sogar zu viel. Also nicht alles auf einmal reinmachen und dann wieder im Intervall durchmischen. Zwischendurch ruhig mal eine kleine Pause machen, da kann man dann immer mal den Rand hier runterdrücken. Ja, das ist immer wichtig, dass das nicht warm wird. Das sollte wirklich möglichst kühl sein. Also auch die Zutaten immer ganz kühl da reingeben. Ich hatte mir ja vorher die Nüsse so ein bisschen angeröstet, habe die aber auch vorher komplett auskühlen lassen, bevor ich die da rangebe. Also die Cashewkerne. So, wenn das Ganze dann einigermaßen durchgemischt ist und klein geschreddert ist, dann gebe ich das erstmal in ein Schüsselchen und mache dann die zweite Portion. So, jetzt ist die zweite Portion auch fertig. Das heißt, ich gebe jetzt die erste hier wieder nochmal mit rein, sodass das alles nochmal schön durchgemischt wird und wirklich gleichmäßig schmeckt. So, ein letztes Mal den Deckel drauf und nochmal im Intervall. So, und wenn dann alles gut durchgemischt ist, dann kann das auch schon abgefüllt werden. Ich nehme mir mal das Messerchen hier raus. Ich habe hier so eine kleine Einfüllhilfe. Aber wahrscheinlich werde ich trotzdem kleckern. Ich fülle das jetzt hier auch nochmal mit der Hand gut durch. Und dann wird das eingefüllt. Nachdem ich das dann alles nochmal gut durchgemischt habe, habe ich das jetzt hier gut abgefüllt. Die beiden Gläser sind voll, ich habe noch eine kleine Portion übrig. Dann mache ich immer noch Folgendes, ich klopfe das noch ein paar Mal auf den Boden, dass noch eventuelle Luftblasen aufsteigen. So, wenn dann genug geklopft ist, dann gebe ich immer noch einen guten Schuss Olivenöl, in diesem Falle Olivenöl, oben drüber. So, bis es einmal bedeckt ist. Ja, zum Mischen habe ich ja Rapsöl genommen. Ach so, ich habe übrigens vorhin vergessen zu zeigen, ich habe natürlich auch noch ein bisschen Salz dazu gemacht. Das ist aber immer mit Vorsicht zu machen. Dadurch, dass der Parmesan ja auch relativ salzig ist, darf man da natürlich nicht zu viel rangeben. So, und dann mache ich mir hier einfach meine Deckelchen drauf. Dann habe ich hier so einen kleinen Clips. Klack. Nochmal. Klack. Und so sieht das dann aus. Ich habe mir das so ein bisschen auf dem Brettchen vorbereitet. Ich gebe da jetzt einfach nur noch ein paar Scheiben leicht angeröstetes Weißbrot. Das habe ich ganz bisschen mit Olivenöl in der Pfanne angeröstet. Noch ein bisschen Bärlauch, ein bisschen Cashewkerne. Hier vorne liegt noch eine kleine Portion grobes Salz, falls es jemand zu nüchtern ist. So werde ich das jetzt mal zum Verkosten ins Zimmer bringen. Mal horchen, was die Gäste sagen, ob es schmeckt oder nicht.
Ich denke mal, es wird wieder hervorragend schmecken. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachmachen, einen guten Appetit und hoffentlich bis bald. Tschüss!